Nächstes Thema, Cyberwar. Dazu freue ich mich, dass Martin jetzt auf die Bühne kommt. Martin, dein Leben, bleib gerade hier nochmal stehen. Dann, ach so, ja gut. Dann machen wir es mal so, dein Leben in drei Worten. Wie ich eben schon meinte, mein Masterstudiengang hat schon mehr Worte in der Bezeichnung Friedens- und Konfliktforschung, internationale Studien. Aber ja, ich bin ungefähr von Haus aus Politikwissenschaftler eigentlich. Aber nebenher anscheinend schon mein ganzes Leben lang Nerd und irgendwie lag mir dementsprechend einfach aus persönlichem Interesse so Cybersecurity, Cyberwar immer als Thema sehr nah. Und so hat sich das jetzt ergeben. Was ist das überhaupt, Cybersecurity? Ja, grundsätzlich ist es ja erstmal eigentlich ein rein technischer Term, also halt Sicherheit von Computern beziehungsweise von vernetzten Computern. Aber es wurde ja eben schon irgendwie, ja, gerade in der Wortmeldung kam ja, dass der Staat die Sicherheit seiner Bürger zu garantieren hat in gewissem Maße und das Recht in einem gewissen Maße aufrechtzuerhalten hat. Das klappt vielleicht eher nicht so gut momentan, aber offensichtlich ist es ein Problem, mit dem sich der Staat zunehmend konfrontiert sieht. Und man sieht auch, dass er die anfängliche Ratlosigkeit, die zum Beispiel in den 90er Jahren gegenüber dem Internet geherrscht hat, zunehmend ablegt und sich dieses ganze Thema zurückerobert. Ob das nun gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ja, deswegen. Cyber Security ist vergleichsweise leicht zu definieren, aber Cyber War, Cyberkrieg, wann fängt der für dich an? Das ist eine sehr gute Frage, deswegen habe ich hier die Präsentation. Ich finde den ganzen Begriff ein bisschen schwierig. Ich vermute, er würde, also Cyber War, ich weiß nicht, ob der überhaupt jemals richtig anfangen kann, als für sich alleine stehendes Ding. Ansonsten aber, wenn man sich zum Beispiel die Reaktion der NATO und so weiter anguckt, wenn durch einen Cyberangriff tatsächlich Leute sterben würden und in großem Maße ja, physische Schäden entstehen. Tja, ist das jetzt Krieg? Martin, bitte. Jo. Dann sage ich auch mal noch ein bisschen was dazu, mache ich mal ein bisschen peinlich Werbung. Ich bin nicht nur hier eben als Politikwissenschaftler, sondern man ist auf uns aufmerksam geworden, vor allem, weil ich Mitbegründer von einem Blog bin, Sicherheitspolitik-Blog. So sah das vor einer Woche aus, jetzt ein bisschen anders, wir haben natürlich neue Beiträge. Hier kann man uns finden. Wir, also die ganze Redaktion, das sind Studenten, Doktoranden, Postdocs, Professoren und wir schreiben da eben zur Sicherheitspolitik, immer zu aktuellen Themen. Das kann alles sein von eher traditionellen Themen, wie zum Beispiel amerikanische Drohnenangriffe oder der Bürgerkrieg in Syrien, bis zu eher, naja, weiter ausgelegten Bereichen der Sicherheitspolitik, zum Beispiel südkoreanische Girlgroups als außenpolitisches Instrument. Hatten wir auch schon. Aber wie gesagt, heute bin ich hier, um über Cyberwar zu reden und eben, ist es überhaupt Krieg? Und ich fand so zur Einleitung eigentlich, die Titanic hat das gar nicht so schlecht erfasst mit dem Cyberwar. Wir stellen uns das jetzt einfach mal so vor, wie das gerade zum Beispiel von einigen Politikern gehypt wird. Ein Gegner greift uns an und er kauft Nachschlüssel für unsere Haustüren auf dem Schwarzmarkt, steigt in unsere Häuser und Firmen ein und schaut sich um, stiehlt unsere Informationen und Geheimnisse, veranstaltet Sit-ins vor unserem Arbeitsplatz in unseren Einkaufszentren und in ein oder zwei Fällen hat er sogar schon Sachschaden verursacht. Und wer sich jetzt fragt, okay, wovon redet der jetzt eigentlich und was hat das mit Krieg zu tun, der hat meiner Meinung nach nämlich schon genau die Grundproblematik des Begriffs Cyberwar erfasst. Eigentlich wird hier der Kriegsbegriff missbraucht und das hat nicht nur theoretische Konsequenzen, sondern das hat ganz praktische Konsequenzen damit, wie wir anschließend damit umgehen und welche Problemlösungsmöglichkeiten wir in Betracht ziehen. Nehmen wir mal einen kurzen Schritt zurück und werden ein bisschen theoretisch. Was ist Krieg eigentlich erstmal? Da greife ich auf Karl von Clausewitz zurück, wie so viele vor mir schon. Der war Militärtheoretiker und General, hat im 19. Jahrhundert einiges Kluges zum Thema Krieg geschrieben. Und er definiert Krieg als, der Krieg ist also ein Akt der Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen. Und der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Schön, also haben wir ungefähr drei Kernelemente in dieser Definition. Erstens, Krieg beinhaltet Gewalt, wenig überraschend. Zweitens, es gibt Instrumentalität. Krieg hat ein Ziel, hat einen Zweck.
und der Krieg ist politisch. Es gibt also einen größeren Kontext, in dem der stattfindet und die Akteure sind bekannt. Die wissen auch, warum man diesen Krieg führt. Und wenn wir diese Definition jetzt überhaupt kaufen, dann kann man sich einfach mal fragen, gab es schon mal so einen Akt des Cyberkriegs? Und ich finde das sehr schwer zu bejahen. Eventuell mag man jetzt an Stuxnet denken zum Beispiel, aber der scheitert wie so viele Beispiele meiner Meinung nach an der politischen Dimension. Wenn ich eben Krieg führe, weiß ich mit wem und warum. Und das ist bei den bisherigen Cyberangriffen jedenfalls nicht gegeben. Cyberwaffen, und ich finde diesen Begriff sowieso schon sehr schwierig, sind eben nicht wie konventionelle Waffen. Sie sind in ihrer Wirkung nicht direkt oder müssen es jedenfalls nicht sein. Also wenn eine Bombe auf mein Haus fällt, merke ich das ziemlich sofort. Schadenscode kann auch jahrelang inaktiv irgendwo rumliegen, bevor er dann eben relevant wird. Und Cyberwaffen verlieren mit ihrem Einsatz an Effektivität. Sie nutzen ja irgendwelche Lücken aus und naja, in dem Moment, wo ich sie einsetze, werde ich zumindest darauf aufmerksam, dass da gerade was passiert. Damit kann ich das theoretisch auch patchen. Ob das jetzt tatsächlich so schnell passiert, sei mal dahingestellt. Und ihr Abschreckungspotenzial ist auch begrenzt. Also wenn ich eine Atombombe fallen lasse, werden die anderen Atombomben dadurch nicht weniger effektiv, aber die Leute wissen, dass ich welche habe. Bei Cyberwaffen muss ich natürlich ein bisschen weniger Preis geben, sonst verlieren die auch ihren Wert. Okay, aber jetzt habe ich eine Definition von vor über 200 Jahren gehabt. Was ist denn, wenn man vielleicht mal heutige Organisationen und Staaten fragt, wie die Cyberwar sehen? Was sagen die denn dazu? Und ich habe das eben schon angedeutet, es gibt auch da keine klare Definition. Ich kontrastiere jetzt einfach mal zwei. Die NATO hat im Tallinn Manual über 280 Seiten zum Thema Cyberwar geschrieben und fokussiert sich da vor allem eben auf den physischen Schaden und sagt auch ganz klar, relevant wird es eigentlich erst, wenn es so das Äquivalent zu einem Bombenabwurf wird. Also es muss Tote und Sachschaden geben. Die Shanghai Cooperation Organization, da sitzen zum Beispiel China und Russland drin, redet sowieso viel lieber von Information War. Für die geht es nicht mehr nur um Schäden an kritischer Infrastruktur, für die geht es auch um Informationen und wie sie einen Staat gefährden können. Also zum Beispiel, ob man dadurch irgendwie umtriebig werden kann, um zu versuchen, ein nicht-demokratisches Regime zu stürzen. Grundsätzlich kann man aber daraus etwa distillieren, dass anscheinend irgendeine Form von Angriff geht, ein Eingriff über vernetzte Computer in das Funktionieren eines Staats, so dass dieser die Sicherheit seiner Bürger nicht mehr garantieren kann und möglicherweise auch nicht sein eigenes Überleben. Das klingt auch so nach dem Angstszenario, was man von einigen Politikern, manchmal auch in der Presse, wiederfindet. Und ich finde, es klingt ein bisschen nach Science Fiction und Hype. Wow, Cyberwar. Das heißt natürlich nicht, dass all diese Dinge nicht eintreten können, aber wie ich eben bereits sagte, Cyberwar steht eben nicht für sich. Man kann einen Krieg halt nicht allein im Internet führen und zum Beispiel ein Land übers Internet besetzen. Da braucht es schon ein bisschen mehr. Letztendlich ist das Teil moderner Kriegsführung. Ich greife ein Land mit konventionellen Waffen an und gleichzeitig schwäche ich seine Verteidigung zum Beispiel mit Cyberangriffen. Das ist durchaus eine reale Gefahr, aber es ist eben ungefähr für uns jetzt so wahrscheinlich, wie ein Angriff mit konventionellen Waffen auf Deutschland wahrscheinlich ist. Wir haben also ein Problem mit der Begriffsungenauigkeit. Und wenn ich jetzt sage, dass Cyberkrieg überhaupt nicht so richtig das Problem ist, was ist denn dann mit diesen ganzen Sachen von der NSA und so weiter, über die wir die ganze Zeit lesen? Und die sind in der Tat, also das ist in der Tat hochproblematisch, aber es ist eben kein Krieg. Was wir sehen, ist vor allem Sabotage, Spionage und Subversion. Da kommt nochmal so das Feld der Kriminalität hinzu, das habe ich jetzt ein bisschen ausgeklammert, einfach weil es ein komplett anderes Thema ist. Aber ja, ist natürlich trotzdem relevant. Sabotage, Spionage und Subversion kommen zwar alle in der für uns akutesten Variante aus dem Geheimdienstumfeld, sind aber in ihrer Bedrohlichkeit und auch in ihrer Durchführung unterschiedlich, sowohl wie schwierig das ist und eben auch ja, wie schlimm es sein kann. Sabotage ist so der große Buhmann, das ist vor allem, wenn man etwa an Angriffe auf kritische Infrastruktur denkt, potenziell von den Effekten auf die Zivilgesellschaft sicherlich der dramatischste Effekt. Gleichzeitig ist aber auch am schwierigsten durchzuführen, um zum Beispiel mehrere Kraftwerke gleichzeitig lahmzulegen, braucht man einiges an Manpower in der Entwicklung, um diese Infektion dann sinnvoll durchzuführen und auch die anschließende Kontrolle des Sabotagecodes, damit der dann wirklich im System bleibt und so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Kurzum, man braucht Leute, die sich eben mit SCADA auskennen und die gibt es jetzt nicht wie Sand am Meer.
eigentlich möchte man das Ganze auch vorher noch am besten testen, damit man dann im Einsatzfall sicher sein kann, dass es auch wirklich so funktioniert, wie man das möchte. Und zum Beispiel im Fall von Stuxnet ist es ziemlich sicher so, dass die Amerikaner und Israelis genau das gemacht haben. Die haben also erst ganz traditionell die Anreicherungsanlagen mit Spionen ausspioniert, dann haben sie die Kontrollgeräte, die dort verwendet wurden, eingekauft, das Ganze im Labor nachgebaut, dort den Code getestet und dann das Ganze in die freie Wildbahn entlassen, nachdem es im Labor funktioniert hat. Will heißen, das ist alles möglich, aber es kostet extrem viel Zeit und Geld und das bedeutet, dass es auf einen recht exklusiven Club von Staaten begrenzt ist und Krieg ist es trotzdem nicht. Spionage ist jetzt verhältnismäßig einfacher, vermutlich jetzt in Deutschland auch das dringendere Problem, insbesondere was die wirtschaftlichen Kosten angeht und spätestens seit den Snowden-Leaks auch, was die politischen Kosten angeht, einfach aufgrund des politischen Fallouts, dem Gefühl eben von Freunden ausspioniert und betrogen worden zu sein. Aber Spionage ist sogar explizit, kann man so, werde ich gleich darauf eingehen, kein Krieg. Subversion hat immerhin, wir denken zurück an die Kriegsdefinition, diesen politischen Charakter und kann auch im Westen als Problem aufgefasst werden. Wir denken da zum Beispiel an Anonymous. Aber vor allem in Nichtdemokratien wird das als Bedrohung wahrgenommen. Denn dort kann Regimekritik tatsächlich destabilisierend wirken. Aber auch da gilt, das ist alles kein Krieg. Kurzum, alles, was hier aus diesem Geheimdienstumfeld kommt, ist eben kein Krieg. Schön und gut, jetzt haben wir also diesen Begriffsunterschied und was bringt der uns eigentlich? Wieso hebe ich darauf jetzt so ab? Nun, zum einen ist Krieg international ziemlich gut verregelt. Für Staaten gibt es ja jede Menge Regeln, Verträge und so weiter und interessanterweise halten die sich auch ganz gut daran. Spionage ist vor allem in Friedenszeiten überhaupt nicht verregelt. Es gibt zwar in jedem Land Gesetze, wie man mit Spionen umgeht, wenn man sie erwischt, aber die gelten eben genau in dem Land und die meisten anderen Länder haben nicht ein besonders großes Interesse daran, sich an Gesetze anderer Länder zu halten. Das Problem ist auch, dass eben Länder bis jetzt überhaupt kein Interesse hatten, Spionage international zu verregeln, denn potenziell profitieren ja alle davon, wenn sie andere ausspionieren. Was jetzt folgt für uns an Problemen ist, erstmal, dass wir die Aufmerksamkeit aufs Falsche lenken. Der Begriff Krieg suggeriert eben, dass es vor allem um Angriffe aus dem Militärkontext geht. Und natürlich gibt es auch durchaus Armeeeinheiten inzwischen, die sich auf Cyberangriffe spezialisieren. Aber die arbeiten, wir sehen hier schon zum zweiten Mal heute Abend ein schönes Porträt von Keith Alexander, gerne mit den Geheimdiensten direkt zusammen. In den USA ist es sogar so, dass zum Beispiel das US Cyber Command, Keith Alexander leitet es auch, vom Direktor der NSA geleitet wird, obwohl es formell im Kontext der Streitkräfte angesiedelt ist. Das ist einigermaßen verwunderlich, denn eigentlich streiten sie sich um die gleichen Ressourcen und sind dementsprechend nicht unbedingt die besten Freunde. Im Inland bedeutet das aber auch, die demokratische Kontrolle über das Militär, sowohl was es Budgets angeht, aber auch über Ausschüsse und so weiter, ist besser als die bei Geheimdiensten. Und da wir sowieso schon ein Problem mit der Transparenz von Geheimdiensten und ihren Machenschaften im Netz haben, ist es nicht so besonders förderlich für uns, wenn wir jetzt mit der Metapher des Cyberkriegs eigentlich unsere Aufmerksamkeit woanders hinlenken. Zudem haben wir ein rhetorisches Problem. In dem Moment, wo wir die Kriegsrhetorik kaufen, verhindern wir eine öffentliche Kritik und Kontrolle, wir entziehen das dem. Man kennt das ja so ein bisschen, wir werden angegriffen, meine Damen und Herren, jetzt ist hier wohl kaum die Zeit für Diskussionen. Und man kann dadurch leichter mehr Geld für Aufrüstung locker machen, man kann Kritik daran leichter abbügeln, denn Kritik unterminiert auch gleich noch unsere Sicherheit und das Ganze ist demokratieschädigend. Im Fall von Cybersicherheit kommt noch erschwerend hinzu, dass gerne vorgebracht wird, dass wir gar nicht wissen, wer uns angreift und dementsprechend möglichst viel überwachen müssen, um herauszufinden, wer uns angreift, um uns dann wehren zu können. Das Problem von all diesen Dingen ist, wir werden nicht sicherer, wenn wir diese Idee des Cyberwars kaufen. Wir hinterfragen den Einsatz von Geheimdiensten im In- und Ausland nicht und wir nehmen ihn durch den rhetorischen Kunstgriff möglicherweise nicht mal als solchen wahr. Wir verlieren die demokratische Kontrolle über das, was passiert und wenn Berichte, die angefertigt werden, zum Beispiel auf Dekaden Verschlusssache bleiben und wenn Leaks die beste Form demokratischer Kontrolle sind, dann haben wir ein Problem. Und wir werden technisch nicht sicherer, weil jeder Exploit, den Geheimdienst entweder selbst findet oder auf dem Schwarz- oder Graumarkt einkauft, ja, das ist die aktuelle Patch-Bulletin von Adobe wegen der Flash-Lücke von letzter Woche. Ja, aber wenn ein Staat Informationen über Exploits hat und die nicht an die Hersteller weitergibt, können die natürlich auch nicht gepatcht werden. Und das Problem ist, Staaten, die wir als Gegner auffassen, mögen diese Software verwenden, aber wahrscheinlich ist es so, dass wir die auch verwenden und wir werden dadurch genauso unsicher wie unsere Gegner.
Politisch werden wir unsicherer, denn wir verlieren erst die Kontrolle und anschließend das Vertrauen in das politische System, das doch gerade unsere Sicherheit, aber eben vor allem auch unsere Freiheit garantieren soll. Und über die Zeit erodiert das eben die Stabilität der Institution Staat an sich. Was gibt es also zu tun? Nun, erstens, international gesehen haben wir das Problem, dass es eben keine internationale Kontrolle von Spionage gibt, und zwar wirklich keine. Im Netz und genauso auch ganz klassisch offline. Aber es gibt insbesondere dank der ganzen Aufregung um die Snowden-Leaks erste Versuche. Vor einiger Zeit haben Brasilien und Deutschland eine UN-Resolution eingebracht, die zum ersten Mal ein internationales Recht auf Privatsphäre einfordert und Massenüberwachung, so wie sie zum Beispiel die NSA auch praktiziert hat und weiter praktiziert, als die Menschenrechte verletzend bezeichnet. Das ist das erste Mal, dass sowas überhaupt passiert ist. Die ist sogar verabschiedet worden, wenn auch in verwässerter Form. Aber es ist ein Anfang, immerhin. Und dieses Momentum gilt es nun weiter zu nutzen. Also das würde auch zum Beispiel damit einhergehen, dass man bilateral den Druck auf USA oder Großbritannien erhöht, diplomatisch. Im Inland bedeutet das, dass wir mehr demokratische Kontrolle über die Geheimdienste fordern müssen. Der BND hat mit dem NSA und dem GCHQ, also dem britischen Geheimdienst, kooperiert. Unser Ärger richtet sich aber eben primär gegen die Briten und gegen die Amerikaner. Aber da können wir als deutsche Staatsbürger nichts erreichen. Wohl aber könnten wir mehr demokratische Kontrolle über den BND fordern. Und bis dahin gilt, das Problem ist nicht Cyberkrieg für uns, das Problem ist Cyberunsicherheit als Bürger in einem demokratischen Staat, die von Staaten durch Spionage, Sabotage und Subversion unterminiert wird. Und es wird auch Zeit, das als solches zu benennen. Vielen Dank. Danke dir. Meine Frage, du hast ja gesagt, du findest diesen Begriff des Cyberkriegs, wieso immer Cyberkrieg, passiert dir das auch? Ab und zu, ja. Ja. Okay. Dass der nicht unproblematisch ist, dieser Begriff Cyberkrieg. Aber hältst du es für möglich, dass Cyberkrieg zumindest als Vorwand dienen kann, um in den richtigen Krieg auszubrechen? Also wir wissen, Artikel 51 der UN-Charta schreibt dieses Recht auf Selbstverteidigung fest. Ne? Das heißt, ich bin in dem Augenblick, wenn mich ein anderer Staat angreift, wenn ich mich angegriffen fühlen darf, dann habe ich das Recht, mich dagegen zu verteidigen. Das heißt also im Prinzip auch mit militärischen Mitteln. Hältst du es für denkbar, dass eben ein Cyberangriff zu so einer Reaktion führen kann? Ich sage mal so, ich halte es nicht für undenkbar, aber Staaten haben da definitiv noch ein Problem mit. Also erstens gibt es ja eben genau dieses Attributionsproblem. Es ist immer sehr leicht zu sagen, klassischerweise hört man dann, die Chinesen waren es, die Chinesen haben uns wieder gehackt. Aber das dann letztendlich zu beweisen, ist nicht so ganz so leicht. Nun wäre das nicht das erste Mal, dass man in Land einmarschiert, obwohl die Beweise und Gründe dafür vielleicht nicht die besten sind. Aber ich weiß nicht, ob das alleine reicht. Ich meine, wir hatten ja schon Cyberangriffe auf Länder, Estland 2007 zum Beispiel. Und aus dem, also als Reaktion darauf ist ja auch das Tallinn-Manual von der NATO entstanden. Aber nur um mal zu zeigen, wie groß die Probleme von der NATO noch damit sind, darauf zu reagieren, da gibt es dann eine ziemlich lange Sektion darüber, wo darüber meditiert wird, ob es nicht sinnvoller ist, nur zurückzuschlagen, wenn die Hacker Uniformen getragen haben, weil dann zählen sie zu einer Armee. Ja. Also es ist zum Glück im wirklichen Leben dann doch ein bisschen anders als im James-Bond-Film. Hat noch jemand eine Frage oder eine Meinung? Da hinten. Das Mikro müssen wir jetzt wandern lassen. Haben wir ein zweites inzwischen? Super. Vielleicht erst du vorne und dann gehen wir noch eine Reihe nach hinten. Ja, hallo, mein Name ist Marco Schmitzer. Und mir stellt sich die Frage, ob die Frage, die du stellst und beantworten willst, ob etwas Krieg ist oder nicht, ist doch viel zu eng gefasst und spielt vielleicht im wirklichen Leben gar keine Rolle. Wenn jemand das Stromnetz, die Elektrizität in Europa ausknipst, und es gibt Fachleute, die sagen, nachdem Stuxnet einmal in der Welt ist, ist es gar nicht mehr so teuer und gar nicht mehr so kompliziert und hier nichts mehr geht, ist mir das egal, ob das jetzt unter eine 200 Jahre alte Definition von Krieg fällt oder nicht, müsste man nicht Cybersicherheit viel aktiver irgendwie angehen und nicht irgendwie auf Kriegsdefinitionen rumreiten, sag ich mal. Also Cybersicherheit müsste man auf jeden Fall aktiver angehen, klar, aber das ist dann ein Problem ziviler Sicherheit erstmal und da greifen andere Sachen, da greifen vor allen Dingen Sachen, die demokratisch besser kontrolliert werden können und deswegen schießen wir nicht zwingend auf andere Länder, nur weil jemand unser Stromnetz möglicherweise abschießt. Abgesehen davon ist eben die Frage, also ist es nicht
Wäre natürlich nicht sehr besonders gut, wenn das Stromnetz ausfällt, um es mal diplomatisch zu formulieren, aber in anderen Ländern ist genau das schon passiert. Also zum Beispiel in den USA gab es ja über eine Woche lang Stromausfälle und letztendlich, solange nicht mehr passiert, zeigt sich die Gesellschaft da noch vergleichsweise resilient, was es das angeht. Und wenn ein Staat einfach, die Frage ist so ein bisschen, warum sollte ein Staat, nehmen wir jetzt an, das ist tatsächlich ein anderer Staat, der jemandem den Strom abstellt, einfach einem anderen Staat den Strom abstellen, also was gewinnt der dadurch? Genau aus dem gleichen Grund könnte man auch fragen, also wenn, was weiß ich nicht, die Chinesen den Amerikanern eine reinwürgen wollen, warum fahren sie dann nicht eine Atombombe mit einem Fischkutter bei denen in den Hafen und lassen die da hochgehen? Dann wissen sie auch erstmal nicht, was los ist, aber es ist ein total bizarres Szenario aus genau dem Grund. Man muss sich eben auch fragen, was gewinnen die dadurch? Aber klar, also wenn man, ich vermute, die Frage war so ein bisschen gerichtet in Richtung auch Cyberterrorismus möglicherweise, also als nichtstaatliche Akteure, kann durchaus passieren. Vermutlich ist es momentan noch viel teurer und aufwendiger, als einfach jemanden mit einer Bombe in den Zug zu schicken, was wahrscheinlich dank Überwachungskameras ganz tolle Bilder generiert, sodass alle Angst haben, was ja der letztendliche Zweck von Terror ist. Aber das ist nicht auszuschließen, dass das passiert. Aber wie gesagt, das würde ich dann als Problem der zivilen Sicherheit sehen. Wir haben da hinten noch eine Frage. Darf ich noch mal kurz eine Nachfrage stellen? Ja, klar. Weil das hört sich jetzt so an, wenn einer Strom ausknipst. Aber es scheint nicht mehr so aufwendig zu sein. Und wenn einer Strom ausknipst und Biblis ist jetzt, glaube ich, abgeschaltet und jemand anders, kann sich nicht mehr kühlen wie in Fukushima, dann brauche ich gar keine Atombombe, sondern die ist schon in dem Ort, wo sie ist. Und dann brauche ich sie noch hochgehen zu lassen. Also das wird alles viel komplizierter, finde ich, als jetzt einfach nur Krieg oder Nicht-Krieg. Okay, also noch ganz kurz als Antwort darauf. Natürlich, wenn ich jetzt erstmal, also Sie heben jetzt auch direkt auf das Atomkraftwerk ab. Gut, das Atomkraftwerk hat gewisse Redundanzen da drin, Generatoren und so weiter. In Fukushima war das Problem, dass die Generatoren entweder kaputt gegangen sind durchs Erdbeben oder weggeschwemmt wurden. Das erreicht man durch Cyberangriffe vermutlich eher schwierig. Also so einfach wäre das wahrscheinlich trotzdem nicht. Aber nichtsdestotrotz, klar, das ist ein Problem. Aber wiederum, das Problem ist, wenn man die Kriegsmetapher verwendet, dann hängen anschließend noch viel mehr Tote daran, eben weil man Krieg führt. Und deswegen halte ich es für wichtig, genau das zu trennen, um eben zu sagen, das ist ein Problem ziviler Sicherheit. Und wie Sie bereits gesagt haben, da müsste man definitiv was machen. Aber eben müsste man dann auch genau darüber gehen. Das würde zum Beispiel bedeuten, dass eben eher lokalere Behörden und möglicherweise eben die zivilen Ministerien in Deutschland tätig werden und dann zum Beispiel Koordinationsstellen und so weiter einrichten, aber eben nicht die Bundeswehr oder so. Könnte man es so auf den Punkt bringen, die Antwort auf die Gefahr des Cyberkriegs sollte sein, die Cybersicherheit hochzufahren und nicht mit Vergeltungswaffen auf andere Länder zu richten? Ja, das wird es ziemlich gut treffen. Da hinten haben wir noch eine Frage. Angeblich die NATO meditiert ja, glaube ich, auch die Politikwissenschaft in hohem Ton über Kriegstheorie und ist immer dann hilflos, wenn sie mit echtem Krieg überfordert ist. Aber selbst wenn wir jetzt Clausewitz nicht weiter als Kapitel 1 lesen, was irgendwie 99% aller, die Clausewitz zitieren, machen, es geht darum, wie man anderen, einem Gegner, seinen Willen aufzwingt. Das ist einmal natürlich ein physischer Akt, aber ich sage auch, wenn wir etwas aus den Kriegen im Irak und in Afghanistan gelernt haben, das ist auch ein diskursiver Akt, ein kultureller Akt. Wenn ich also einem Gegner einen Willen aufzwingen will, dann kann ich ihm natürlich einen Soldaten an die Seite stellen und ihn dazu zwingen, sein Verhalten zu ändern. Wenn ich aber möchte, dass er seine Einstellung verändert, reicht das genau bis zum Ende des Gewehres. Das ist also ein diskursiver Akt. Müsste man da nicht eher die Kriegsdefinition erweitern? Und zweite Frage, die Politikwissenschaft beschäftigt sich nicht, glaube ich, systematisch nicht damit, aber wenn wir zum einen von Network-Centric Warfare sprechen, dann kann ich mir ohne viel Fantasie durchaus vorstellen, wie ich einen kriegerischen Akt gegenüber einer feindlichen oder gegnerischen Macht ausführen kann, bei der ich genau die Techniken nutzen kann, versuchen kann, in diese Netzwerke reinzukommen. Das ist vielleicht ein bisschen zu technisch für die Politikwissenschaft, aber ist auch was. Und das ist die dritte Dimension, nämlich die ganze zivilgesellschaftliche, und dann wird das Ganze wieder rund. Mit unserer hochverdichteten Infrastruktur würde ich mich eher darauf einrichten,
wie auch zivilgesellschaftliche Interventionen aussehen können und wie wir dann tatsächlich auch über das Thema Cyber in eine Form der totalen Kriegsführung, jetzt mal als, nicht als Utopie, sondern als Dystopie kommen, bei dem Angriffe auf Infrastruktur ein wesentliches Element sein werden, nicht als Terror, sondern tatsächlich, um dem Gegner den Willen aufzuzwingen. Was denkt so die Politikwissenschaft heute über solche Szenarien? Ja, also erstmal, ich tue mich ein bisschen schwer damit, jetzt stellvertretend für eine ganze Disziplin zu sprechen, aber ich versuch's mal. Also zur ersten Frage, Clausewitz, ja, ich weiß, ich habe auch aus dem ersten Kapitel zitiert, ich habe auch tatsächlich weitergelesen, aber ist natürlich so, stimmt schon, die meisten zitieren genau das erste Kapitel und danach hört es dann auf. Kriegsdefinition erweitern würde möglicherweise durchaus Sinn machen. Ich frage mich nur, ob das bei Cyber so viel Sinn macht, denn letztendlich, wenn es, ich habe ja angedeutet, dass es in einem Kontext von Kriegsführung durchaus verwendet werden kann und auch Sinn macht, also um vielleicht auch noch direkt in, die Frage mit der Network-Centric Warfare mit reinzuziehen, da macht es erst recht Sinn. Also wenn jemand ganz, wie die Amerikaner ganz krass darauf setzt, macht es Sinn, an der Stelle der Network-Centric Warfare einzugreifen und im Prinzip dafür zu sorgen, dass sie sich nicht vernünftig koordinieren können. Meines Wissens arbeiten die Chinesen da sehr hart dran. Aber deswegen weiß ich nicht, ob wir die Definition erweitern müssen, denn das ist dann halt eine Methode von vielen. Die Russen haben das zum Beispiel im Georgienkrieg bereits ein Stück weit genau mit dem Angriff auf Georgien gemacht, aber nichtsdestotrotz war, glaube ich, die Definitionsfrage keine große. Also was erweitert das dann? Wir haben einfach neue technische Möglichkeiten und die nutzen wir halt. Und die Effekte davon können ziemlich dramatisch sein, aber am grundsätzlichen Konzept Krieg weiß ich nicht, ob sich was ändert. Und warum ich jetzt vor allem darauf abgehoben war, habe, war eben, ich sollte einen Vortrag zu Cyberwar halten. Und hätte ich jetzt über Cybersecurity als ziviles Problem aus politischer Sicht reden sollen, hätte auch der Vortrag anders ausgesehen. Aber ja, 15 Minuten begrenzen das so ein bisschen. Die wir jetzt schon weit überschritten haben, aber ich finde die Diskussion was wert. Martin Schmetz, vielen Dank. Applaus.